Luftfahrt und Schifffahrt haben vieles gemein. Bei beiden spielen Begriffe wie Auftrieb und Strömung eine zentrale Rolle. Und beides sind wichtige Industriezweige in Hamburg. Deshalb sind sie auch die inhaltlichen Schwerpunkte des DLR School Labs TU Hamburg, das die Technische Universität Hamburg gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt betreibt. Im Schifffahrtsteil des Labors geht es für Schülerinnen und Schüler um grundsätzliche Fragestellungen des Schiffbaus, wie sie auch in den Laboren der TUHH Schiffbauinstitute und in der Ausbildung der Schiffbaustudentinnen und Studenten eine zentrale Rolle spielen. Da geht es zunächst einmal um die Sicherheit von Fracht und Passagieren. Es gibt ja nämlich zwei Möglichkeiten, wie man ein Schiff gefährden kann. Das eine ist, Sie machen ein Loch rein, wenn Sie auf dem Felsen fahren, dann kann so ein Ding eben versinken oder das kann aber auch umfallen. Und dann beschäftigen wir uns halt mit der Frage, dann rauszufinden, warum ist so ein Unfall passiert? Und am Ende steht natürlich auch immer eine Überlegung, was kann man denn machen, damit die Schifffahrt eben noch sicherer und noch besser wird. Wie können wir die Stabilität eines Schiffes vorhersagen und Ladefehler vermeiden, die zu Untergängen führen können? Ich möchte die Schiffe noch sicherer machen. Daher erstelle ich auf der Werft sozusagen ein Kochrezept für das Beladen eines Schiffes. Dieses Kochrezept nennt sich Stabilitätshandbuch und damit kann der Kapitän sein Schiff sicher beladen. Wie analysiert man die Schwingungsvorlieben eines Schiffes, die im Zusammenspiel mit dem Wellengang zum Kentern führen könnten? Wenn die Wellen das Schiff mit der richtigen Frequenz treffen und die Rollschwingung dadurch anfachen, kann es relativ schnell einfach umgeworfen werden. Das muss natürlich verhindert werden. Trotz vieler aktiver Sicherheitstechnik, die die Schiffe sicher leiten und auf Abstand halten sollen, kommt es weltweit immer noch 5-mal pro Monat zu Kollisionen. Wie müssen Schiffe konstruiert werden, damit sie bei Kollision oder Grundberührung die Energien der Kontrahenten aufnehmen können, ohne zu sinken? Nach der Sicherheit ist Wirtschaftlichkeit ein wichtiges Thema. Obwohl Schiffe heute die wohl effizientesten Transportmittel sind, werden sie laufend weiter verbessert. Dass ein Schiff auch noch um die Kurve fährt, dazu brauchen wir entsprechende Ruder. Also dieser ganze Bereich der Strömungsmechanik ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Und das ist natürlich nicht einfach. Wenn man quasi als Ingenieur heute noch einen Impact oder bezogen auch auf die Gesellschaft einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchte, dann läuft es in aller Regel darauf hinaus, dass man nicht unbedingt Sachen neu erfindet, sondern dass man Dinge eigentlich verbessert. Und das sind zum Teil mittlerweile sehr, sehr komplexe Zusammenhänge. Natürlich ist auch Umweltfreundlichkeit eines der zentralen Ziele des modernen Schiffbaus. See- und Überseetransporte mit klimaneutralen Kraftstoffen in neuen Motoren werden den CO2-Ausstoß der Schiffe nachhaltig reduzieren. Neben der Emission belastender Stoffe muss auch der Lärm durch Motoren herabgesetzt werden. Lärm beeinträchtigt das Leben vieler Meeresbewohner, insbesondere die Kommunikation und Orientierung der Wale. Indem wir Maschinengeräusche dämpfen und Rumpf sowie Propeller optimieren, wollen wir die Ozeane leiser machen. Die Ressourcen der Meere werden für die Menschen immer wichtiger. Die Meere liefern neben Erholung und Transportwegen inzwischen große Anteile an unserer Nahrung, an Rohstoffen und Energie. Hierfür braucht man Schiffe mit aufgabenbezogenem Spezialdesign und Meerestechnik für Meereslabore, Aquakultur, Tiefseebergbau und vieles mehr. Die Klimaänderung eröffnet neue, energiesparende polare Schiffsrouten für eisunempfindliche Schiffe. Die Untersuchung des Klimas selbst braucht eisgängige Forschungsschiffe. Ich möchte, dass Schiffe auch unter Extrembedingungen, wie zum Beispiel im Eis, sicher an ihr Ziel kommen, ohne dass Menschen und Natur Schaden nehmen. Daher testen wir die Schiffe vorher in unserem Eistank. Schiffbau ist ein lebendiges und dynamisches Arbeitsfeld, das die Grundlagen für alle maritimen Aktivitäten schafft. Schiffbau ist Hightech. Es geht um komplexe Maschinen und Anlagen und es geht darum, Ladung und Menschen sicher von einem Hafen zum anderen zu bringen. Diese Vielfältigkeit, die fasziniert mich. Das DLR School Lab der TU Hamburg zeigt Schülerinnen und Schülern in ausgewählten Versuchen mit Schiffbaubezug, wie ihre MINT-Schulfächer, insbesondere Physik und Mathematik, über die Technik unsere heutige Gesellschaft formen und weiterentwickeln. Wir laden euch ein, uns in unserem Schullabor zu besuchen. Hier könnt auch ihr herausfinden, ob eure Zukunft eine maritime sein kann.